In einem von den vergangenen Videos habe ich euch ja hier diese Absauganlage gezeigt. Und die Prämisse für diese Absauganlage war ja, dass ich damit diese schöne Hobelmaschine absaugen kann. Und genau deswegen werde ich mich heute mal darum kümmern, alles vorzubereiten, damit ich hier diese große Hobelmaschine auch absaugen kann, damit wir einfach mal ausprobieren können, wie gut es auch funktioniert. Heute werde ich euch ein paar ganz interessante Techniken zeigen, die für euch bestimmt auch sehr interessant sein werden. Und zuallererst müssen wir uns mal um hier dieses schöne Teil kümmern. Das ist ein Absaugschuh. Den kann man hier oben reinstecken und dann kann man den halt eben da oben verschrauben. Ich habe mir schon überlegt, dieses Teil neu zu bauen und zwar aus Holz, aber dann habe ich mir überlegt, hey, da hat sich jemand mal so viel Arbeit gemacht, weil das ist wirklich schon ganz genau ausgetüftelt, damit das auch sehr, sehr luftig abgesaugt wird. Es wäre ein bisschen schade, das einfach wegzuwerfen und dann irgendwas aus Holz zu bauen. Deswegen will ich dieses Teil hier wieder benutzen. Beim letzten Mal war das hier nicht so gut. Außerdem ist der Absaugstutzen auch dieses Mal komplett an der falschen Stelle, denn der Absaugstutzen soll an der Seite festgemacht werden, damit ich an der Wand die Verrohrung legen kann. Ich werde dir deswegen heute mal eine Möglichkeit zeigen, wie man sowas irgendwie verbinden kann. Ich meine das nicht kleben, ich meine es nicht rauben. Wie man das Ganze machen, seht ihr gleich im Video. Deswegen müssen wir jetzt mal alles vorbereiten. Ihr müsst euch das mal ein bisschen genauer anschauen. Also die Maschine ist aus den 60er Jahren, das heißt, das hier wurde bestimmt irgendwie zwischen 1965 und 1975 gebaut. Da gab es noch keine YouTube-Tutorials, wo man sich anschauen kann, wie man wickt oder irgendwas anderes. Und deswegen war das hier schon alles richtig viel Arbeit. Also, ja, das ist schon schön. Vor allem hier hinten abgerundet. Sieht schon toll aus. Hier sieht man auch nochmal ganz gut, wie viele Schweißansätze es gebraucht hat, bis der Erbauer das Tier damals an dich bekommen hat. Aber das hier müssen wir jetzt erstmal abtrennen. Ja, ganz richtig gesehen, das Blech kann jetzt da drauf kommen und das will ich jetzt hartlöten. Also ich bin mal gespannt, wie viel Hartlöt ich dafür brauchen werde, weil Hartlöt ist ziemlich teuer. Also hier diese paar Streifen kosten irgendwie um die 40, 50 Euro. Und ja, ich bin gespannt, ob es halt überhaupt gut funktioniert. Ich habe bis jetzt erst einmal hart gelötet, aber es ist richtig cool. Also das kann ich euch echt empfehlen, ist eine tolle Sache. Und ja, wir bereiten mal die zu bearbeitende Oberfläche vor. Hier ein kleiner Hinweis. Leider ist das Videomaterial, wo man gesehen hat, dass es nicht funktioniert hat, kaputt. Ich hab's nicht mehr. Es hat nicht funktioniert und deswegen siehst du auch gleich, dass ich das Ganze direkt geschweißt habe. Wenn du jetzt dennoch wissen willst, was man mit Hartlöten so machen kann, dann werde ich dir oben rechts ein Video verlinken. Da siehst du, wie das Ganze funktioniert. Da gehe ich dann noch ein bisschen genauer drauf ein. Sorry, war hier so ein kleiner Fail meiner Seite. Deswegen habe ich hier direkt angefangen, das normal zu verschweißen. Mit dem Hartlöten hat es leider nicht so funktioniert, wie ich es mal vorgestellt habe. Deswegen habe ich es dann doch gepunktet. Nicht schön, aber selten. Als nächstes kann ich mal den neuen Ausgang erstmal freischneiden und den dann auch gleich noch festmachen, denn ich will unbedingt sehen, ob das Ganze so gut abgesaugt werden kann. Also markieren und schneiden. Und tatsächlich funktioniert es relativ gut, dass wenn man mit dem Winkelschleifer kontinuierlich im Kreis fährt, dass man so im Anschluss dann noch einen guten Kreis ausschneiden kann. Die Schweißnähte hier sind wirklich mehr schlecht als recht. Sie haben zum Glück am Schluss gehalten, aber schön sind sie wirklich nicht. Ich habe aber mittlerweile eine neue Maschine, mit der man sowas richtig gut machen kann. Die werde ich auch bald kurz mal in einem eigenen Video vorstellen. Und hier tatsächlich noch ein Spoiler. Ich habe mir eine 80 Jahre alte Bandsäge gekauft. Die werde ich in Videos restaurieren. Sie ist mittlerweile schon fertig. Und wenn du das nicht verpassen willst, die hat nämlich ein paar Besonderheiten. Die hat nämlich ein Getriebe verbaut. Dann abonniere auch hier unbedingt den Kanal, wenn dich das halt eben interessiert. Ich will mal kurz anmerken, das ist echt mit dem ganzen Zeug, was ich hier habe, das ist jetzt nur Testaufbau, täusche das Leben. Also bis ich die komplett Absaugverrohrung damit machen muss, da brauche ich auf jeden Fall ein paar manierliche Sachen. Weil das ist alles so widerstandsfähig, das hat alles gar keinen Bock zu arbeiten, das ganze Material hier. Boah, leck ey. Es ist auch alles schon 30, 40 Jahre alt, was ich hier benutze. Hut ab an die ganzen Absauganlagenbauer, weil ich kenne da ein, zwei,
Oh, ist das fürchterlich. Das ist wirklich, wirklich fürchterlich. Aber es ist alles strack und es ist alles verbohrt und alles passt dann ein halber Millimeter nicht. Genug rumgejammert, jetzt versuche ich mal, dass ich die Schläuche aneinander verbinden kann. Ich werde dann das Mittelstück jetzt auch einfach nur mit Isolierband verbinden, weil ich brauche dann ein bisschen richtiges Material, weil das hier, das... Ich brauche noch ein bisschen was. Das Problem ist, du kriegst alles nur online, ne? Und dann dauert alles immer so lang und dann die Absaugung nach nicht läuft, läuft eigentlich alles nicht so richtig. Ist genug rumgejammert, jetzt probiere ich das mal zu verbinden. Der wunderbare Probeaufbau ist fertig. Jetzt probieren wir es mal mit ein Stück Rubin hier und schauen mal, wie gut das alles funktioniert. Ich bin echt tierisch gespannt dabei. So, ich habe jetzt mal hier von diesem Brett so ungefähr 1,5 cm runtergehobelt und bis jetzt bin ich echt richtig happy, denn die ganzen Späne wurden abgesaugt, aber wir schauen mal ein bisschen genauer hin. Vorher war der Absaugstutzen ja hier, jetzt ist er auf der linken Seite. Besser wäre es natürlich, wenn hier eine Schräge drin wäre, denn hier drin sammeln sich immer so ein paar Späne an. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man es erkennen kann, aber da drin liegen Späne. Um das jetzt nochmal zu prüfen, werde ich rechts nochmal ein bisschen was weghobeln, um zu schauen, ob die Späne jetzt verhindern, dass das hier noch richtig gut abgesaugt werden kann. Wenn da immer ein paar Späne in dem Absaugstutzen drin bleiben, stört mich das nicht so wirklich, solange die Absauganlage, das was neu hochgeschleudert wird, immer gut absaugt. Deswegen probieren wir das jetzt einfach nochmal aus. Ihr seht, von dem Brett ist nicht mehr so viel übrig und hier vorne liegen fast gar keine Späne. Also das hier ist mehr als ausreichend. Das Schöne an dieser Absauganlage ist ja, dass hier so große Spänetüten drunter sind. Und das waren jetzt schon eigentlich ziemlich viele Späne. Wenn man sich vorstellt, dass die ganzen Späne in einer Tüte wären, dann wäre das jetzt schon so voll. Aber dadurch, dass die sowieso so groß sind und wir gerade zwei Behälter haben, ist das jetzt nicht so wild. Richtig coole Sache. Was bei so einer Absauganlage auch immer richtig wichtig ist, ist, dass man hier oben die Filter mal abreinigt. Das sollte man regelmäßig machen, weil sonst setzen die sich halt auch irgendwann zu. Gerade jetzt bei den Spänen wird es wahrscheinlich nicht so wild sein, aber wenn die vielleicht auch mal am Langbandschleifer angeschlossen ist und da sehr, sehr viel feiner Staub entsteht, dann sollte man das wahrscheinlich schon direkt nach einer längeren Arbeit tun, damit die halt auch wirklich länger dann viel Luftvolumen besser ziehen. Wir werden uns das jetzt mal anschauen, wie viel Material da denn jetzt schon runterfällt. Ja, nix. Sauergut. Also die ist echt hoch. Also ich habe mir überlegt, die auch auf Stelzen zu bauen, damit sie halt ganz unter der Decke steht, damit auf dem Boden vielleicht noch ein bisschen mehr Platz ist. Aber die ist so hoch, dass ich das wohl wahrscheinlich erstmal doch nicht machen werde. Das war so der größte Härtetest. Das hier ist die Maschine, die bei mir am meisten Späne produziert. Und trotz der schlechten Verrohrung von einem 140er auf einen 160er Schlauch, auch einen 140er Schlauch und wirklich... nicht so eine richtig gute Verlegung, hat die Absauganlage das richtig gut geschafft und da bin ich jetzt echt happy, denn dann weiß ich eigentlich, dass die anderen Maschinen jetzt auch gut abgesaugt werden, weil hier hat es früher mal gehapert. Das sollte heute mal so ein kleiner Test gewesen sein. Ich habe die Absauganlage in einem eigenen Video mal vorgestellt. Da siehst du auch so ein bisschen, wie das Ganze aussieht, wenn man die aufbaut und so weiter und so fort. Schau dir das doch auch sehr, sehr gerne an, wenn dich die Absauganlage interessiert. Das soll es für heute gewesen sein. Ich verlinke dir hier jetzt noch zwei weitere Videos und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.